So, grüezi miteinander. Haben Sie gut gespeisen? Zwischenverpflegung, die Pause genossen, gute Gespräche gehabt? Alle wieder fit? Einer ist fit. Ja, wir haben es gehört, vorhin 14% der Projekte sind erfolgreich. War noch spannend, auf Twitter hat dann jemand gefragt, ja, ist dann Agilität die Lösung, dass wir da höher sind als 14%. Ist es wirklich 14%? Der Peter Fischer hat gesagt, er hat ja eine andere Ansicht. Mein Eindruck ist, 14% ist schon auch ein bisschen tief, aber es könnte sicher höher sein. Wir haben versucht, für diese Fachsession Agile Beschaffung, seit Anfang der Beschaffungskonferenz gibt es diesen Track, wieder ein spannendes Programm zusammenzustellen. Wir, das ist der Stefan Sutter von der T&M und ich, Reto Madutz von der Firma SwissQ. Wir beide sind im Verband Swiss ICT in der Fachgruppe Lean Agile Scrum und sind eigentlich jetzt als Vertreter der Swiss ICT da, damit wir wirklich das Thema Agilität, was uns am Herzen liegt, wirklich in die Behörden, in die Verwaltung reinbringen können. Ja, das Programm, wir haben versucht, so ein bisschen einen roten Faden zu finden. Zuerst möchten wir aufmachen mit der Veronika Levesque, sagt man, das ist Französisch. Sie wird aufmachen, so ein bisschen die Anforderungen an die Verwaltung im Kontext der ganzen Komplexität der Projekte. Sie wird da zeigen, was gibt es da für Möglichkeiten, was sind die Anforderungen. Wir gehen dann weiter zum Team Dürkop und zur Franziska Pertek. Sie sind von der Firma Namix. Und Sie werden uns zeigen, was sind dann die Erfolgsfaktoren, wenn man in so einem komplexen Umfeld tätig ist. Und schlussendlich, wenn man von Erfolgsfaktoren spricht, schön und gut, wenn man selber diese Erfahrung macht, aber was sagt dann eigentlich die Community? Und wir möchten dann eigentlich gesamthaft den Abschluss machen mit dem Oliver Krancher von der Universität Kopenhagen, und du hast gerade gesagt, du hast auch noch einen Lehrauftrag hier an der Universität Bern und bist jetzt vor einem Jahr nach Kopenhagen umgezogen für diese Professur dort. Du wirst uns zeigen, was die ganze Erfolgsfaktoren, wie sieht das wirklich aus in deiner Studie, was sind die Resultate einer Studie, welche Praktiken funktionieren wirklich in den Projekten, dass man vielleicht diese 14%, die da genannt wurden, oder vielleicht 30% der Projekte, die erfolgreich sind, wirklich auf 60% oder 100% hochschieben kann. Hoffen wir, wir finden dort diese Erfolgsfaktoren, Oliver. Gut, jetzt vielleicht noch in eigener Sache von der Swiss ICT. Wie gesagt, wir wollen wirklich, dass das Thema Agilität in der Beschaffung Halt findet. Und es gibt verschiedene sehr, sehr gute Beispiele, wo Agilität bereits praktiziert wird in Beschaffungen, in Ausschreibungen. Wir von der Fachgruppe, das ist der Stefan Sutter, das ist der Thomas Molitor und ich, wir stellen uns zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt in den Projekten, meldet euch bei uns auf dieser Mailadresse. Die geht an uns und wir könnten euch unterstützen mit Input, wenn ihr Fragen habt. Wir sagen so grob eigentlich pro so Anfrage können wir wirklich zwei Personen noch maximal zwei Tage spendieren. Wenn es jetzt nicht gerade 20 aufs Mal sind, denke, das können wir machen. Das ist wirklich unser Commitment von der Swiss ICT aus für euch, wenn ihr das braucht. Jetzt habe ich geschlossen. Jetzt möchte ich das Wort übergeben an die Veronika Levesque für Ihr Vortrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Un grand bonjour chaleureux à tous mes compatriotes francophones. Cette année, j'ai pas le droit de le faire en français, mais peut-être un autre jour. Keine Angst für die anderen, ich werde den Vortrag auf Deutsch halten. Leider. Ich lade Sie herzlich ein, den Vortrag, wie er jetzt steht, mit mir zusammen zu entdecken. Ich konnte es wieder mal nicht lassen und musste während der Keynotes heute Vormittag noch ein paar Sachen ergänzen und Referenzen reintun. Wenn ich zwischendurch erschrecke, liegt das nicht an Ihnen, sondern dass in der Präsentation was erscheint, was ich auch noch nicht gesehen habe.
Ich komme mit zwei Hüten. Der eine Hut ist, ich arbeite in Zürich für das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung, dort hauptsächlich im Bereich Agilität und Verwaltung und alles, was dazwischen liegt. Der andere Hut, das ist das blaue Logo auf der Seite, ist der Verein Forum Agile Verwaltung. Ich habe mich vor ein paar Jahren mit Praktikern aus der Verwaltung, damals war ich es auch noch, war ich noch praktisch in der Verwaltung selber tätig, zusammengeschlossen, um mal zu gucken, gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, wo Agilität nützlich sein kann für die Verwaltung? Was kann es bringen? Was für Übersetzungsarbeit muss geleistet werden? Das ist keine 1:1 Übertragbarkeit aus der Herkunftswelt der Agilität im Bereich Softwareentwicklung. Und vor allem aber auch, wo sind die Grenzen? Und da werde ich jetzt versuchen, im Gegensatz zu den meisten anderen Referierenden heute, den Schwerpunkt zu setzen auf organisationale und auf Kulturfragen, die spezifisch aber mit der öffentlichen Verwaltung zusammenhängen. Die Anforderungen an die Verwaltung sind zahlreich. Ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele rausgenommen, die nicht nur der Verwaltung, sondern auch dem Rest der Welt einigermaßen schwerfallen. Sharing Economy ist und wird noch mehr werden eine enorme Herausforderung für die Verwaltung. Mit Betrieben wie Uber, ein riesiges Taxiunternehmen, das keine eigenen Autos hat. Airbnb, ein Hotelbetrieb, der keine eigenen Betten zur Verfügung stellt. Da ist ein hoheitlicher Kontroll- und Regulierungsauftrag der Verwaltung immer noch vorhanden, muss sich aber völlig anders gestalten als bis anhin. 3D-Druck wird Konsequenzen haben, die wir gar nicht einschätzen können. Bürgerbeteiligung nimmt neue und andere Wege. Das ist für Deutschland, für Österreich eine Riesenherausforderung, aber auch in der Schweiz kein triviales Thema. Politische Entwicklungen, denke ich, muss man sehr ernst nehmen. Ich habe früher lange Zeit, 15 Jahre kantonale Verwaltung auf dem Buckel. Wir konnten in den ersten paar Jahren meiner Tätigkeit eigentlich aufgrund der Mehrheitsverhältnisse hervorragend planen, weil wir wussten, wir kommen mit einer Vorlage. So wie das Parlament zusammengesetzt ist, wussten wir ziemlich genau, was bei den Diskussionen und Abstimmungen rauskam. Das heißt, wir waren planungsfähig und sind da relativ souverän durch. In den letzten 6 bis 7 Jahren haben sich da die Grenzen deutlich verschoben und die Planbarkeit nahm rapide ab. Netzausbau, E-Government, aber auch das digitale Arbeiten im Büro selber ist was, was der Verwaltung alles andere als leicht fällt. Was macht den öffentlichen Sektor so speziell? Ich versuche das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Wer von Ihnen hier ist aus der Verwaltung? Oh, ich bin mal gespannt, wie die Reaktion ist. Wer ist aus der, ich sage jetzt mal, IT-Welt? Okay, wer kommt woanders her? Bin mal gespannt, wie Ihre Reaktion ist. Der Versuch, den öffentlichen Sektor mit seinen branchenspezifischen Schwierigkeiten so zu erklären, dass er auch für Menschen aus anderen Welten greifbar wird. Einerseits hat die Verwaltung einen Grundauftrag und dieser Grundauftrag ist ihre Existenzberechtigung, sonst bräuchten wir sie nicht. Die Verwaltung muss für Stabilität, für Verlässlichkeit, für Gemeinwohl, für das Durchsetzen des gesetzten Rechts sorgen. Das sind ihre zentralen Aufgaben. Da kommen wir auch nicht davon weg, auch in agilen Zeiten und in VUCA-Zeiten nicht. Sonst bräuchten wir keine öffentliche Verwaltung. Aber alle diese Aufgaben, die Kernaufgaben der Verwaltung, sind Aspekte, die sehr unter Veränderungsprozessen leiden. Speziell, wenn das mehrere Veränderungen gleichzeitig sind und die auch noch schwer berechenbar. Die Verwaltung hat einen Mischauftrag. Die hat einerseits die klassisch Freiherr vom Stein hoheitliche Ebene, die muss gewisse Dinge hüten, schützen, durchsetzen. Gleichzeitig, und das wird häufig nicht so wirklich wahrgenommen außerhalb der Verwaltung, hat sie eine ganz enorm hohe Fachexpertise und damit den Auftrag, die Politik, die das zu schützende Geltende weiterentwickeln und verändern will, fachlich neutral zu beraten. Da beißen sich schon zwei Katzen in den Schwanz. Für die Verwaltung wahnsinnig schwierig, diese beiden Aufgaben parallel zu erfüllen. Und dann gibt es noch den Bereich vom Service Public. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel auch die Fragestellung, also jetzt nicht der reine Bürgerkontakt, wie kümmere ich mich um meine Bürger und bin da kundennah, sondern das geht ja viel weiter. Also zum Beispiel, welche Angebote muss ich als Territorialebene machen, weil ich nicht will, dass sie dogmatisch oder finanziell gesteuert ist. Die öffentliche Schule wäre so ein Bereich.
Eine Verwaltung muss sich da auch immer wieder selber positionieren in den einzelnen Geschäften und Aufgaben. Wenn ich eine öffentliche Schule als hoheitliches Geschäft betrachte, weil es eine Schulpflicht, eine obligatorische Schulpflicht gibt, dann gehe ich damit ganz anders um als Trägerschaft, als Verwaltung, wenn ich sage, das ist ein Service Public und ich will eine Schule für alle, damit die Leute nicht, die Reichen nicht auf die guten Schulen und die Armen nicht auf die schlechten. Diese ganzen Bereiche spielen da noch eine große Rolle. Das ist dann auch eine Referenz auf das Referat von Herrn Boumont von heute Morgen. Das sind so Aspekte wie Nachhaltigkeit, wie mehr als Preis, die sich auch im Kernauftrag der Verwaltung schon eigentlich widerspiegeln. Oben bei der Verlässlichkeit, das ist eins von den frisch hinzugefügten, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen vorhin. Natürlich geht es, wenn es um Verwaltung geht, immer auch um Fragen von Korruption, von Wettbewerb, von eben nicht der Willkür anheimzugehen, sondern eine stabile Grundlage des Rechtsstaats zu bieten. Und dann hat die Verwaltung sehr viel weniger traditionelle Übungsfelder im Umgang mit VUCA, mit Veränderungen, mit Erneuerungen als die meisten anderen Branchen. Zum einen war das Umfeld sehr lange, über Jahrzehnte sehr stabil. Zum anderen fehlen gewisse Motoren und Trigger wie ein Innovationsdruck. Lange Zeit gab es Kundenanforderungen mehr so in philosophischen Diskussionen, wie machen wir den Bürger zum Kunden und die Verwaltung zum Dienstleister. Die ganze New Public Management, das da eine bisschen schwierige Diskussion geführt hat über den Bürger als Kunden. Aber Kaufverhalten oder ein Konkurrenzkampf mit anderen Anbietern, da hat die Verwaltung keine Umgangsroutine. Da hat sie auch weniger Instrumente, sich damit auseinanderzusetzen. Und dementsprechend ist das, was jetzt passiert mit den verschiedenen digitalen, demografischen Mobilitäts-, Globalisierungsrevolutionen, die da ablaufen, einfach weniger selbstverständlichen Umgang damit. Ist meine These. Und auch da kommt wieder die Geschichte mit dem Wettbewerb. Ich versuche es mal ganz einfach darzustellen. Das ist allgemeingültig. Das gilt nicht nur für die Verwaltung und es ist auch nur ein ausgenommener Aspekt. Aber was passiert mit der Welt im Moment? Wir kommen alle, so richtig ganz furchtbar junge, haben wir nur so ein paar. Aber die meisten von uns, die hier drin sitzen, wir sind ganz klar sozialisiert und auch sozialisiert worden von Menschen, die klar in analogen Strukturen aufgewachsen sind. Für das Beispiel Akten und Geschäftsverläufe heißt das, es gab ein Dossier und da waren die Informationen drin und wer die nicht hatte, hatte sie nicht. Punkt. Das heißt, es brauchte jemand, den Herrn mit oder die Dame mit dem Zylinder, meistens waren es Herren, die Verantwortung übernahmen, die das Dossier durchgaben, die entschieden haben, wann es zu welcher Fachexpertise mussten. Und solange haben die anderen mit dem Dossier nichts zu tun gehabt. Irgendwann kam das zurück und dann war die Bearbeitung abgeschlossen. Die Arbeitsorganisation für solche Verfahren, und die ist völlig berechtigt, so sind klassische Organigramme. So. Heute ist das aber zumindest in der Theorie völlig anders. Ich habe und meine Kollegen haben, wir haben alle Zugriff auf dieses Dossier und zwar in jeden Reifestufen. Wir könnten, je nach Berechtigungskonzept, die Informationen jederzeit haben. Eine natürliche Reihenfolge gibt es eigentlich auch nicht mehr. Viele Verwaltungen sagen, ja, wir sind ja schon lange digitalisiert. Wir haben eine EDV. Wir haben EDV-Erfahrung, wir haben Datenbanken. Und da liegt natürlich ein ganz großer Irrtum. Das ist noch nicht eine digitale Welt, sondern das ist eine analoge Struktur, elektronisch abgebildet. Aber das ist noch nicht den Weg gemacht in eine andere Logik, weil die digitale Welt lebt davon, dass die miteinander reden müssen, interagieren müssen, auf verschiedenen Ebenen, gleichzeitig Zugriff haben. Theoretisch brauche ich da keinen Herrn mit dem Zylinder mehr. Theoretisch müssen auch gar nicht alle, die daran arbeiten, in meiner Organisation sein. Das kann ein Kunde, das kann ein Partner, das kann jemand anders sein, der völlig woanders ist. Das heißt, da stellt sich eine Logik stark auf den Kopf. Ich nehme jetzt mal noch das Beispiel Online-Banking. Wer von Ihnen macht Online-Banking? Richtig. Früher bin ich zum Schalter gegangen und habe einer Fachperson gesagt, was ich will. Die hat das fachlich übersetzt in ein Formular, hat die Sachen erfasst, hat gesagt, auf Wiedersehen, wir machen das für Sie, gehen Sie mal nach Hause. Und dann haben die das gemacht. Heute im Online-Banking mache ich ganz viel davon selber. Auf Basis von Tools, die mir zur Verfügung gestellt werden und die richtige Expertise abfragen. Das heißt nicht, dass der Prozess der Bank jetzt erst später anfängt.
nämlich wenn die Sachen bei Ihnen sind. Der Prozess ist immer noch das Erheben meines Auftrags. Aber der Anfang des Prozesses findet nicht mehr in der Bank statt, sondern woanders. Also das sind digitale Logiken, die noch erst unterwegs sind und entwickelt werden müssen. Was heißt das für die Arbeitsorganisation? Meistens gehen dann alle Augen ganz groß auf. Weiß kein Mensch. Sind wir alle noch dran, in allen Branchen noch dran zu überlegen, ob das jetzt Holacracy oder Spotify oder was es alles gibt. Als Verwaltung zuckt man dann so ein bisschen, weil man sich nicht richtig vorstellen kann, wie das aussehen soll. Meine These ist, wir werden gar nicht unbedingt sinnvollerweise nach allgemeingültigen Organisationsformen suchen, sondern wir müssten eigentlich die Organisationen und auch die Verwaltungen bestärken, Formen zu entwickeln, die für ihren Kontext und für ihre Situation passgenauesten sind. Das hängt ein bisschen auch mit der Dynamik zusammen. Wenn ich ein Projekt, ein politisches Geschäft, ein Dossier, irgendwas habe, einen Vorgang, dann plane ich den, dann mache ich den. Im Moment ist natürlich blöde, dass in der Zeit, in der ich das abarbeite, die technologische Entwicklung rasant schnell ist. Das heißt, die Gefahr, dass ich, wenn ich fertig bin, schon obsolet bin, weil die Welt sich schneller gedreht hat, während ich noch solide gearbeitet habe, ist relativ hoch. Für die Verwaltung, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ist das noch gravierender, weil auch im gesellschaftlichen und politischen Umfeld unglaublich viel in Bewegung ist. Das heißt, das Delta am Ende des Prozesses, wenn ich ihn solide geplant, wie ich es gewöhnt bin, durchziehe, ist allfällig noch größer. Das ist nicht wirklich befriedigend. Das ist nicht wirklich immer die hohe Qualität, die die Verwaltung eigentlich sucht. Die Welt ist komplex, da hören wir nachher noch was dazu. Das Unplanbare, und das müssen wir alle lernen, aber speziell auch die Verwaltung, die planungsstark ist, für die tut das besonders weh. Das Unplanbare ist nicht mehr die Ausnahme, sondern Normalzustand. Und das können unsere bestehenden Strukturen, Silos, Abteilungen, Bereiche nur ganz schwer abbilden, weil sie das mit der Komplexität nicht wirklich beherrschen. Eine der Konsequenzen, wir machen ein Projekt. Wir wissen nicht, wer zuständig ist, also machen wir ein Projekt. Nur ist die Verwaltung nicht wirklich mit sehr hoher Kompetenz und sehr positiver Erfahrung im Bereich Projektmanagement ausgestattet. Hängt auch mit ihrem Kernauftrag zusammen. Das heißt, ein Projekt ist immer was Fremdes. Da kommen meistens Externe, die was besser wissen. Das hat man nicht immer so gerne. Für mich das ausschlaggebende Beispiel, als ich noch in der Verwaltung tätig war, war die Flüchtlingskrise. War für mich ein Augenöffner. Flüchtlingskrise angekündigt. Unbegleitete minderjährige Asylbewerber. Was ganz Neues kannte man vorher in der Form so nicht. So, und dann habe ich meiner Verwaltung dabei zugeguckt, beziehungsweise ich habe auch mitgearbeitet, dass die Ressourcen hatten, unglaublich viel Expertise hatten in dem Bereich. Die hatten alles, was man wissen muss. Die hatten die unterschiedlichen Expertise. Es war alles vorhanden. Aber es war keine Flüchtlingskrise, sondern eine Verwaltungskrise. Die waren nicht in der Lage, in nützlicher Frist relativ schnell, die wussten gar nicht, wer wo welche Expertise hat, die vielleicht zum Thema gehört. Die waren nicht in der Lage, sich schnell operativ so in die Fähigkeit zu versetzen, damit konstruktiv umzugehen. Da wurden Taskforces gegründet, da wurde diskutiert, wer den Lead übernimmt, Soziales, Bildung, Finanzen, Sicherheit, wo will man es dann aufhängen, was hat das für Vor- und Nachteile. Langsam liefen diese UMAs auf und man wusste gar nicht, was man, weil wir waren ja noch nicht fertig. Das war für mich ein echter Augenöffner. Jetzt versuche ich das Ganze so ein bisschen in Bezug zu setzen zur Beschaffung. Also so Hebel- und Handlungsoptionen der öffentlichen Verwaltung. Vor der Beschaffung heißt für mich, wo ist die Verwaltung aus einem Leidensdruck, weil nicht nur ich das gemerkt habe, sondern weil viele das merken, wo ist die Verwaltung jetzt schon ansprechbar auf solche agilen Geschichten? Das ist das klassische Bild der Aufgabenverteilung. Nach meiner Erfahrung in vielen Verwaltungen leidet die Verwaltung und merkt, dass sie leidet an ihrer sehr schwach ausgebildeten Kollaborationsfähigkeit. Wir sind es gewöhnt, Vorgaben zu machen oder Aufgaben zu verteilen. Mach mir eine Mona Lisa und genau so soll sie aussehen. So, sagt der Chef. Die Verwaltung sagt, ja, Chef. Und stellt dann fest, dass so ein hochdetaillierter Auftrag, kollaborativ mit unterschiedlichen Expertisen, wenn er dann auch noch komplex ist, fast nicht zu leisten ist. Wie soll ich kollaborativ so ein Bild herstellen? Wahnsinnig schwierig. Erste Hürde ist, habe ich überhaupt genau verstanden, wirklich genau richtig verstanden, was der von mir will, bis ins letzte Detail.
Eine Entwicklung wäre zu sagen, okay, schon bei der Aufgabenverteilung, bei der Auftragserteilung könnte man das anders machen. Man könnte nämlich sagen, ich will eine Frau von der Landschaft, die muss schön sein, die muss so einen Effekt erzeugen, dass noch in 400 Jahren die Leute viel Geld zahlen und sabbern, wenn sie davor stehen. Und sie muss konkurrenzlos sein. Der Nachteil ist, ich weiß nicht genau, was rauskommt. Der Vorteil ist, ich kann mir die verschiedenen Expertisen abholen. Ich kann nach einem ersten kollaborativ entwickelten Entwurf sagen, Freunde, ich bin der Lippenexperte, die Lippen sind so schön, da eine Hand davor, das ist Blödsinn. Ich kann weiterentwickeln und beim dritten Bild kommt der Konkurrenzbeobachter und sagt, Kollegen, die anderen nebendran machen auch gerade eine im roten Kleid. Das wollen wir nicht, da wollen wir anders. Und so weiter und so weiter. Also das ist schon ein erster Schritt in ein agiles Sehen von Arbeiten. Das habe ich mehrfach gemacht mit Verwaltung, mit meiner eigenen damals, aber heute auch mit verschiedenen. Da ist eine Verwaltung durchaus sehr aufmerksam und anschlussfähig. In solchen Sachen mal anzufangen, Sachen außerhalb einer Silo-Logik und außerhalb einer absoluten Planungsmaxime anzugucken, weil der Leidensdruck schon da ist. Das bezieht sich auch ein bisschen auf das Dialogverfahren, das wir heute Morgen schon mal gehört haben. Ich werde es nachher im Beschaffungsprozess mal noch zeigen. Wir haben dann damals im Forum Agile Verwaltung gesagt, wir müssen jetzt erstmal anfangen zu übersetzen. Die Verwaltung versteht agil nicht und agil versteht die Verwaltung nicht und haben uns mal auf Faustregeln geeinigt. Eigentlich könnte ich aufhören, das Bild sagt alles. Wenn wir es uns schaffen, als Verwaltung so aufzustellen, egal ob in Projekten oder im Kerngeschäft, dann sind wir richtig gut. Aber ich werde es doch noch ein bisschen ausformulieren. Das sind die 6 Faustregeln, die wir damals formuliert haben. Das Ganze in den Blick nehmen. Mehr als Details, crossfunktionale Teams, mehr als Silos, überschaubare Änderungen, mehr als Standards, Anspruchsberechtigte, mehr als es als Verwaltung alleine selber wissen zu wollen und Feedback, damit man nicht im Alten stehen bleibt und von den Ereignissen überrollt wird. Ich gehe da jetzt schneller durch, ich habe gerade schon eine Zeitwarnung gekriegt, Sie kriegen die Folien. Da sieht man es dann, das ist eher so das klassische Vorgehen, wenn der Kompass Planung ist. Es geht stark in Richtung Wasserfallmodell, hat viele Vorteile, nur wenn das mit der Dynamik, wenn der Hammer fällt, dann wird das schwierig. Man kann aber auch mit einer Verwaltung schön gucken, dass eigentlich, wenn man das iterativ und inkrementell macht, das nicht so ganz viel anders ist. Es ist nur ein bisschen anders strukturiert. Man geht von der Produktlogik aus. Das ist das orangene Männchen oben. Das tut einer Verwaltung weh. Das ist eine große Umstellung, nicht mehr in Aufgaben und Tasks zu denken, sondern in Teilprodukten. Aber die Geschichte mit den Reviews und Anpassungsfenstern und Retrospektiven, das nehmen die meisten Verwaltungen sehr schnell, sehr gerne. So, jetzt muss ich wirklich Dampf machen. Das ist ein Beispiel von einem politischen Prozess, der ganz klar nach einer Wasserfalllogik strukturiert ist. Aber, und das sind die Sachen, die jetzt hier hinten dran erscheinen, für die Ist-Analyse brauche ich andere Leute als für die Modellentwicklung, als für die Redaktion. Das heißt, wenn ich es da schaffe, in einem klassischen Verwaltungsprozess Leute zusammenzunehmen aus verschiedenen Bereichen, und den Lead wechseln zu lassen. Also nicht einer ist Projektleiter und der Rest arbeitet zu, sondern je nach Phasierung übernimmt derjenige, der die höchste Kompetenz hat, nicht den Lead, aber den koordinierenden Lead, dann passiert was. Dann passiert ganz viel. Dann passiert Identifikation, dann passiert zielgerichtetes Arbeiten, dann passiert Praxisbezug. Also man kann auch in der klassischen Verwaltungsstruktur einiges bewegen. Während der Beschaffung. Das ist geklaut von Agile Agreement. Das sind die gleichen, die auf der Einstiegsfolie vom Redomatum schon standen. Also auch das, wenn man als Dienstleister in eine Verwaltung kommt, diese Diskussion mal zu führen in der Beschaffungsphase. Wollt ihr wirklich Big Design upfront, bis ins letzte Detail, Mona Lisa und nichts anderes? Oder wollt ihr euch auf dieses Dialogische einlassen? Das ist, glaube ich, ein ganz guter Hebel. Und jetzt, und das ist die Folie, die mir am wichtigsten ist, also mache ich jetzt so hektisch. Die Verwaltung empfindet Projekte häufig als fremd und Projekte sind wahnsinnig schwierig, nicht nur in der Verwaltung.
mal zu erklären, was für so ein, was ein Projekt speziell macht, kann sehr hilfreich sein. Ich habe ein Projekt, das hat ein Team, das muss ein Produkt erstellen, soweit so gut. Jetzt kommt das, was das Erste, was schwierig ist. Das Produkt, das ich erstelle, gehört nicht dem Projekt, das gehört nachher dem Betrieb. Die müssen damit was anfangen können. Das heißt, ich muss als Projekt am Anfang aufmachen, kreativ sein, unglaublich hohe Dynamik reinbringen, dass ich überhaupt eine Chance habe, aber ich muss den Punkt erwischen, wo ich den Betrieb dazu nehmen muss, weil die müssen nachher mit dem Produkt leben. Da spielt die Musik. Die Punkte muss ich erwischen. Auf dem Bild ist das sehr einfach. In der Praxis zu merken, wann der Punkt ist, dass ich von meinem Projekt Groove langsam anfangen muss abzuweichen und in den Betriebsgroove zu kommen und das dann auch noch so zu gestalten, dass alle mitgehen, ist brutal schwierig. Aber wenn es klappt, ist die Erfolgsquote von Projekten höher. 14%, mindestens 34%. Das ist, und jetzt kommt der nächste Punkt, das ist Trauerarbeit. Da muss sich der Betrieb schon sehr früh in dem Projekt anfangen oder gezwungen werden, zu verabschieden vom Alten. Obwohl das Baby noch gar nicht geboren ist, das das Projekt da produziert. Und da wird jedes Projekt, egal ob es ein IT-Projekt oder ein Bauprojekt, doch auch, da wird irgendwann der Punkt kommen, wo das zu einem Organisationsprojekt wird. Wo ich es nicht mehr rein technisch führen kann, weil da passiert was mit den Leuten. Das Menschelet. Die Übergangsphase, wenn es gelingt in einem Projekt, die Übergangsphase zwischen die Deutungshoheit des Alten abzustellen und das neue Projektprodukt einzuführen, wenn ich die gut bespiele, dann wird die Erfolgsquote von Projekten höher. Das heißt, ich muss in dieser Übergangsphase Übergangsregeln definieren. Das kann ich auch mit einer Verwaltung, weil das ist temporär. Da kann man plötzlich ein bisschen mutig und kreativ werden. Da kann man ausprobieren, Erfahrungen sammeln. Speziell, wenn ein Externer mit drin ist. Und irgendwann muss man dann aber wieder solide Verwaltung werden. Aber permanent better wäre da so ein Thema. Nach der Beschaffung, permanent better Kultur ist ein Tipp von mir. Ist schwierig für Verwaltungen, kann aber unglaublich hilfreich sein, wenn man das in so einem, also wenn man die Beschaffung gewonnen hat, sage ich jetzt mal, und ein Projekt begleitet, wenn man das immer wieder zum Thema macht. Die Ansätze sind eigentlich kein Hexenwerk. Rollen statt Funktionen, Rhythmus mehr als Fristen, Netzwerk mehr als lineare Linie. Nicht nur in Projekten. Und das ist jetzt die letzte Folie, die ich noch zeigen will. Das kann man nicht automatisch. Das muss man mit den Leuten angucken. Da gibt es ganz grundlegende Anpassungen, eben dass Teams zentraler werden als Abteilungen. Da muss man Werkzeuge zur Verfügung stellen und an alle, die vorhin bei IT gestreckt haben, Low-Code-Plattformen. Und zwar wirklich Low-Code-Plattformen. Das kann unheimlich viel helfen, aber wenn die schlecht sind, wenn man die Leute auf Jira oder Confluence zwingt, ohne dass man da wirklich was für die Kollaboration tut. Ihr werdet euch Feinde fürs Leben schaffen. Skillsets, man muss mit den Leuten Skills entwickeln. Kollektive Entscheidfindung, laterale Führung, Umgang mit Unplanbaren, das sind lernbare Skills, aber die kann man nicht einfach automatisch. Das geht nicht. Und das hat natürlich einen Kulturaspekt. Könnt ihr nachlesen, kriegt ihr alles. Zusammengefasst. Musterbruch, Theorie und Praxis. Wir müssen wieder stärker, alle, die Verwaltung, aber auch die Externen, aber auch die Politik, wir müssen wieder stärker aufs Handwerk und nicht auf die Theorie fokussieren. Manufaktur, richtig Ärmel hochkrampeln. Komplexität reduzieren, da kriege ich immer Pickel, wenn jemand sagt, wir müssen jetzt erstmal die Komplexität reduzieren. Das ist Quatsch. Wenn die Realität komplex ist, muss ich die Komplexität nicht reduzieren. Ich muss mit ihr umgehen lernen. Ausprobieren ist nicht fucking unprofessionell. Ausprobieren garantiert mir, dass ich praxistauglich und mit einer bewussten Priorisierung arbeite. Fertig. Nein, es gibt noch eine. Das ist der Eigenwerbungsteil. Wer mehr dazu wissen will, das ist ein Verein, das ist kein Businessmodell. Wer Beispiele lesen will, wer was wissen will, wer publizieren will, weil er was Tolles gemacht hat. Ja, jetzt fertig. Vielen Dank, Veronika, vielen Dank. Ganz kurz vielleicht eine Frage, wenn gerade noch etwas ist.
Und sonst haben wir nachher die Mittagspause, wo wir wirklich auch die Detailfragen oder sogar Input für das Forum bieten können. Vielen Dank, Veronika. Ja.